Das Hotel Breurup in Mitterseel hat bereits seit 1750 seine Pforten geöffnet und ist seit 200 Jahren in Familienbesitz rund um Matthias Gassner. In den letzten Jahren wurde das Breurup bereits saniert, aber Matthias Gassner wusste, hier geht noch mehr. Und so hat er sich an die Energieberatung der Salzburger AG mit dem Projekt Photovoltaikanlage gewandt. Also mir persönlich war ganz wichtig die Planung von der Wondosero und dann natürlich die Energieberatung, weil nur weil man sich selber was denkt und eigentlich nicht so der Fachmann oder Profi ist, ist das super, wenn es dann professionelle Beratung bekommst und wenn der dann sagt, ja super, das musst du unbedingt machen, weil das macht richtig Sinn, dann taugt dann das schon nicht. Ja, also aus meiner Sicht ist die Umsetzung sehr gut gelaufen. Was man vielleicht noch dazu sagen muss am Anfang, dass das Gebäude vor ein paar Jahren echt auch thermisch gut saniert worden ist und jetzt als On-Top-Lösung einfach ist eine Photovoltaikanlage installiert worden. Was nur dazu kommt, ist, dass eine Energiegemeinschaft gegründet worden ist. Das heißt, der Strom kann nicht nur auf dem oder bei dem Standort verwendet werden, sondern auch beim nähergelegenen zweiten Standort. Ja, durch das, dass wir eben Dachgauben haben und die ganzen Lüftungskanäle drüber ausgehend und das alles Sachen sind, die Schatten werfen auf die Paneele, waren die Herren von der Wondosero einmal zuerst gefordert, dass da eine gescheite Planung machen. Ab Genehmigung der Förderung war die Installation der PV-Anlage in nur 3 Wochen erledigt. Seit Ende Juli ist die Anlage in Betrieb. Es handelt sich um eine 98 Kilowattstunden Anlage. Diese Anlage produziert ca. über 90.000 Kilowattstunden im Jahr. Ja, ist eine Blechfalzanlage, das heißt, es wurde mit Blechfalzklemmen auf dem Dach fixiert mit Langschienen, auf die Umgebung angepasste Schneelasten. Grundsätzlich dann nur fixiert gegen Schubkräfte. Wir haben keine Dachdurchdringung in dem Fall, außer auf die Eckpunkte, wo das nochmal zusätzlich fixiert wurde. Und grundsätzlich hat alles super funktioniert. Also ich habe jetzt im Juli nur ein paar Tage und ich freue mich jetzt schon richtig auf die August-Auswertung, weil dann sehe ich einmal, was haben wir produziert. Das Wetter war nicht nur schön, aber mehr oder weniger schön. Und wie wirkt sich das jetzt aus mit der Energiegemeinschaft? Das sind jetzt für mich ganz relevante Daten, auf die ich schon ganz neugierig bin. Auch zukünftig möchte er weiterhin Maßnahmen in Richtung Energieeffizienz wählen. Und wir haben natürlich auch noch jetzt am Parkplatz drüben ein Privathaus und ein Garagengebäude. Wir haben noch einiges an Dachflächen. Und wenn das so funktioniert, wie man sich das vorstellt und wenn man sieht, da ist noch ein bisschen Nachjustierbedarf, dann werden wir die PVs erweitern. Und ein ganz wichtiges Thema für mich ist in Zukunft die Speicherung. Dass man dann den eben an Schlechtwettertagen und in der Nacht eben noch effizienter nutzen kann. Wenn auch Sie sich für eine PV-Lösung interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.